Hallo zusammen, heute mal ein Video auf Deutsch. In diesem Video wird es darum gehen, wie man auf einem Airsoft-Milsim-Event richtig funkt. Dabei werde ich nicht in die Tiefe gehen, sondern nur das behandeln, was wirklich jeder können sollte. Wenn ihr das, was in diesem Video behandelt wird, verinnerlicht, seid ihr in der Lage, ausreichend über Funk zu kommunizieren, um eine Rolle bis zum Gruppenführer auszuüben. Ihr seid in der Lage, korrekt einfache Funksprüche abzusetzen und zu verstehen und mit euren Gruppenteilen bzw. mit eurem Gruppenführer oder Zugführer zu kommunizieren. Los geht's. Am Beginn einer jeden Funkunterhaltung steht die Ansprache. Dabei wird zuerst derjenige angesprochen, der den Funkspruch empfangen soll, und danach der eigene Name genannt. Diese Reihenfolge ist elementar, weil es zu enormer Verwirrung führen kann, wenn die Reihenfolge vertauscht wird. Die Ansprache in dieser Reihenfolge ist wie die deutsche Bundeswehr standardmäßig kommuniziert. Wenn ihr also mit jemandem im Funkkontakt tretet, der von Soldaten gelernt hat zum Beispiel oder der selbst einer ist oder war, dann erwartet dieser, dass ihr ihn zuerst anspricht und dann euren eigenen Namen nennt. Niemals andersherum. Kurzum, in Deutschland ist diese Reihenfolge Standard, da lohnt es sich überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Ist mein Rufzeichen also beispielsweise Alpha und ich möchte den Funkteilnehmer Bravo anrufen, dann lautet die Ansprache wie folgt. Bravo, hier Alpha, kommen. Hier haben wir gleich noch was gelernt, denn am Ende eines jeden Funkspruchs, auf den ich eine Antwort erwarte, steht das Wort kommen. Erwarte ich keine Antwort und möchte die Kommunikation beenden, weil alles gesagt wurde, dann beende ich den Funkspruch mit Ende. Dies bleibt in der Regel demjenigen vorbehalten, der den Funkspruch initial auch begonnen hat, da nur dieser wissen kann, ob das Ziel des Funkspruchs wirklich erreicht wurde. Eine vollständige Funkkommunikation könnte also wie folgt aussehen. Bravo, hier Alpha, kommen. Bravo, hört. Wir haben Position Whiskey 1 erreicht, kommen. So verstanden, kommen. Alpha Ende. In dieser Situation könnte auch der Teil Bravo die Kommunikation beenden, weil ersichtlich ist, dass lediglich die Position vom Teil Alpha übermittelt werden sollte und dies geschehen ist. In der Praxis wird es mal so gemacht und ist nicht wirklich wichtig. Ich würde es aber bevorzugen, im Zweifel lieber kommen zu sagen statt Ende. Denn falls der Anrufende doch noch etwas mitzuteilen hat, dann kann das zu Verwirrungen führen. Sind die zu übermittelnden Informationen etwas komplexer als eine bloße Positionsangabe, dann kann es sich lohnen, diese nochmal zu wiederholen, um vom Anrufenden bestätigt zu bekommen, dass man diese auch korrekt verstanden hat. Das wiederholt der Angerufene einfach kurz und knapp die Schlüsselfakten des Gesagten und lässt sich diese vom Anrufer bestätigen. Vor der Wiederholung kann die Floskel "so verstanden" gesetzt werden, um dem Anrufer anzuzeigen, dass man den Funkspruch wie folgt verstanden hat. Wird nur so verstanden geantwortet, geht der Anrufer davon aus, dass alle Informationen klar und deutlich verstanden wurden und es keine Bestätigung bedarf. Ein Beispiel. Bravo, hier Alpha, kommen. Bravo, hört. Haben Position Whiskey 1 erreicht, setzen Patrouille in westlicher Richtung fort, Ankunft am Zielort in ca. 10 Mikes, kommen. So verstanden, Whiskey 1 erreicht, westliche Richtung, Ankunft 10 Mikes, kommen. So korrekt, Ende. Viele Spieler wiederholen zu Beginn ihres Funkspruchs noch einmal ihr eigenes Rufzeichen. Statt "so verstanden" wird also gesagt "hier Bravo, so verstanden". Das kann hilfreich sein, wenn der Funkkanal gerade sehr voll ist, also von mehreren Teilen kommuniziert wird und man Verwechslungen ausschließen möchte. Oder wenn der Funkempfang nicht gut ist, bei klarer Funkkommunikation kann darauf aber in der Regel verzichtet werden. Man erkennt an der Stimme des anderen, dass es sich um die gleiche Person handelt, die sich soeben noch als Bravo identifiziert hat, daher ist eine Wiederholung überflüssig. Generell gilt es, die Funkkommunikation nur auf das Nötigste zu reduzieren, um auch anderen Teilen die Möglichkeit zu geben, eventuell dringende Funksprüche abzusetzen. Auch ist es unüblich und nicht erwünscht, die Funkkommunikation anderer Teile zu unterbrechen. Unterhält sich Alpha gerade mit Bravo, dann darf Charlie außer in extremen Ausnahmefällen nicht einfach versuchen, eine eigene Kommunikation auf demselben Kanal aufzubauen, da dies nur zu Verwirrungen führen und die bereits bestehende Kommunikation blockieren würde. Vom ersten Anruf bis zum Schlüsselwort Ende ist der Funkkanal nur für die beiden beteiligten Truppenteile vorbehalten. Nach Ende kann ein anderer Teil beginnen zu funken. Dies ist auch der Grund, wieso man sich mit einem vorschnellen Ende zurückhalten sollte, denn andere Teile könnten dies als Zeichen verstehen, dass der Kanal jetzt frei ist. Auf einem Kanal kann jeweils immer nur eine Person gleichzeitig senden. Diese wird von allen Teilnehmern im Kanal empfangen, sofern sich diese in Reichweite befinden. Funken mehrere Teile gleichzeitig auf dem gleichen Kanal, dann hören andere Teile im besten Fall nur einen der beiden Teile, im schlimmsten Fall gar niemanden mehr, weil sich die Funkgeräte gegenseitig stören.
Um den Funkkanal nicht länger als nötig zu blockieren, ist es deshalb essentiell, dass die Funkkommunikation so kurz und kompakt wie möglich gehalten wird. Ein klassisches Beispiel sind Bitte und Danke. Diese haben im Funk nichts zu suchen. Für Höflichkeiten ist in einem Funkspruch kein Platz. Diese werden weggelassen, was von anderen auch nicht als unhöflich empfunden wird, sondern nur der Effizienz dient. Ich glaube, das war der deutscheste Satz, den ich je ausgesprochen habe. Auch sollten weitere Floskeln vermieden werden, sondern nur die Schlüsselinformationen übertragen werden. Ein Beispiel. Alpha, hier Bravo, kommen. Alpha hört. Ja, hallo, könnten Sie mir bitte kurz Ihre genaue Position durchgeben? Ich bräuchte die für mein Protokoll. Kommen. Hier Alpha, meine aktuelle Position ist die Whiskey 4 neben dem einen großen Hochhaus. Kommen. Ja, so verstanden, vielen Dank. Ende. Wir haben hier einiges, was wir weglassen können. Oft ist es egal, wenn zu viel gefunkt wird, weil sonst eh niemand was zu sagen hat. Aber wir können nie wissen, ob nicht gerade ein anderer Teil darauf wartet, einen dringenden Medivac anzufordern. Also gewöhnen wir uns grundsätzlich an, uns kurz zu halten. Ich habe es selbst bereits mehrfach erlebt, dass ich mit einem dringenden, wichtigen Funkspruch warten musste, weil andere Teile sich sehr ausufernd unterhalten haben. Wenn der Funker dann durch die Warterei im schlimmsten Fall ausfällt, bevor er seinen Hilferuf loswerden kann, dann kann das katastrophale Folgen haben. Viel besser wäre also zum Beispiel: Alpha hier Bravo, komm. Alpha hört. Frage nach Position, komm. Position ist Whiskey 4, komm. So verstanden, Ende. Hier wurde nur das Nötigste gesagt, der Kanal ist so schnell wie möglich wieder frei und andere Truppenteile können jetzt auch ebenfalls neue Funkkommunikationen beginnen. Im letzten Beispiel hatten wir auch schon das nächste Thema, nämlich Fragen. In der gesprochenen Sprache unterscheidet man eine Frage von einer Aussage durch die leicht andere Satzstellung sowie eine andere Betonung. Beides kann und wird im Funk durch Stress, schlechten Empfang, mentale Belastungen oder einfach Unaufmerksamkeit falsch verstanden werden. Weswegen wir eine Frage immer mit dem Schlüsselwort Frage beginnen. Ich funke also nicht, wie ist Ihre Position, kommen, sondern Frage nach Position, kommen. Oder eine andere Abwandlung des zweiten Satzes. Wichtig ist, dass klar und deutlich Frage gesagt wird, bevor etwas gefragt wird. Ansonsten kann eine Frage auch als Aussage verstanden werden, was ebenfalls katastrophale Folgen haben kann. Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, habe ich oben Wörter wie Whisky, Alpha und Bravo benutzt. Die NATO hat irgendwann mal ein Standardbuchstabieralphabet eingeführt, das seitdem von allen NATO-Partnern im Funk verwendet wird. Da sich viele Buchstaben wie K und A oder P, B, C, D, W fast gleich anhören, kommt es im Funk sehr schnell zu Missverständnissen. Selbst am Telefon wird oft ein Buchstabieralphabet verwendet, wenn zum Beispiel ein Name oder ein Kennzeichen diktiert wird, um Missverständnissen direkt vorzubeugen. Wenn wir daher einen Buchstaben aussprechen, weil dieser zum Beispiel ein Planquadrat auf einer Karte repräsentiert oder weil wir den Namen einer Person diktieren, dann verwenden wir im Funk immer das NATO-Buchstabieralphabet. Das könnt ihr einfach googeln, ich habe es mir am Anfang ausgedruckt und auf die Schulterstütze geklebt, dann kann man immer nachschauen, wenn man es braucht. Aber man lernt es eigentlich recht zügig, wenn man mal etwas Funkpraxis sammelt. Bei Zahlen gibt es auch eine Besonderheit, denn die Zahlen 2 und 3 klingen ebenfalls fast gleich. Statt 2 wird auf dem Funk immer 2 gesagt. Gewöhnt euch das direkt an, die Zahlen 2 und 3 werden sonst echt sofort verwechselt. Und wenn ihr einen guten Funker im Team habt, reißt der euch hoffentlich sofort den Arsch auf. 2 sagen geht gar nicht, da bin ich intolerant. Auch hört man statt 5 auch oft die Aussprache 5. Warum genau, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber da es die wenigen Soldaten, die ich kenne, alle tun, tue ich es auch. Denn es wird bestimmt einen guten Grund haben, auch wenn ich ihn gerade nicht weiß. Die Amis sagen statt Minutes, also Minuten, gerne Mikes und statt Kilometers, also Kilometern, sagen sie Klicks. Alle diese Abwandlungen beugen Missverständnissen mit anderen ähnlich klingenden Wörtern vor und haben den Bonus, dass man sich auch noch unglaublich tactical fühlen kann, wenn man sie benutzt. Also tut es bitte. Und das war's auch schon. Mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen, um als Gruppenführer oder als Truppenteil ohne besondere Funktion im Airsoft zu funken. Funken ist kein Hexenwerk und die meisten Mills im Spiel haben gerade mal so die Basics drauf, selbst die, die in der TOC sitzen, also könnt ihr euch mit diesem Wissen schon mal positiv abheben. Wir haben jetzt einiges nicht behandelt, wie zum Beispiel, wie man eine Relaisstation bildet, wie man einen priorisierten Funkspruch absetzt, was ein Nineliner ist oder wie man einen korrekten Funkcheck durchführt. All das ist aber eben nur wichtig, wenn ihr eine leitende Funktion einnehmt oder wenn ihr den Funker für euren Zugführer spielt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ich etwas vergessen habe oder einen Fehler gemacht habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Schreibt mir gerne auch einfach so einen Kommentar oder abonniert den Kanal, um weitere Funkvideos, Eventberichte oder was auch immer nicht zu verpassen. Vielen Dank, in dem Sinne, man trifft sich.